Parallel zur Europawahl wurden im kleinsten Bundesland Bremen auch die Bürgerschaftswahlen durchgeführt. Dabei hat die SPD eine historische Niederlage erlitten. Zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren ist sie nicht mehr stärkste Kraft. Wahlsieger ist die CDU. Nach einer Hochrechnung kommt die Union auf 25,4%. Die SPD rutscht ab auf nur noch 24,3%. Die Grünen kommen auf 16,8%, die Linkspartei auf 11%. Die AfD liegt bei 6,9%, die FDP bei 5,8%. Die Partei Bürger in Wut erhielten 3,1%. Auch sie wird in die Bürgerschaft einziehen. So die Wahlparty der CDU, Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder im Siegestaumel. Selbst wenn der Vorsprung hauchdünn ist, erstmals seit 73 Jahren ist die CDU stärkste Kraft in Bremen. Ist ja mein erster Wahlkampf, aber scheinbar ein historischer. Also ihr, euch können wir das alles zu verdanken und euch vor allen Dingen, ne, allen Unterstützern, ihr habt so viel Gas gegeben, ne, und das ist einigermaßen beeindruckend hier umzustellen. So gerne hätte man auch hier gejubelt. Die SPD geschlagen. Der Glanz vergangener Tage ist verblichen in der ehemaligen SPD-Hochburg Bremen. Uns hat immer ausgezeichnet, auch in schwierigen Zeiten als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Mut und aufrechter Gang. Und dabei bleibt es, wir gucken in die Zukunft. Die Zukunft werden Sie wahrscheinlich mitgestalten, die Grünen. Drittstärkste Kraft mit zwei Machtoptionen, Jamaika oder Rot-Grün-Rot. Doch eben diese Machtoptionen sind auch eine Zwickmühle, wie die Spitzenkandidatin in den ARD-Tagesthemen erklärt. Das ist ja das Kontroverse jetzt gerade in Bremen. Wenn wir uns einmal angucken, welches Bündnis hätte die größere Mehrheit, dann ist das sicherlich das rot-grün-rote Bündnis. Auf der anderen Seite muss man den Wählerwillen sicherlich auch respektieren. Und da liegt die CDU vor der SPD. Insofern werden wir alles in unsere Entscheidung dann am Ende mit reinfließen lassen müssen. Auch die AfD wird wieder in der nächsten Bürgerschaft sitzen. Das starke Ergebnis der Linken eröffnet der Partei erstmals die Möglichkeit, in Bremen mitzuregieren, in einem Linksbündnis. Auf eine Regierungsbeteiligung hofft andererseits auch die FDP. Knapp drin hat sie eine Machtoption. An der Seite eines künftigen CDU-Bürgermeisters.